aujourd'hui, on est à Mzouat, au sud du Maroc, et on est là pour une action de reboisement. Donc l'idée, c'est de planter à peu près 100 arbres. C'est en fait une action qui a pour objectif de passer de tout ce qui est plaidoyer à une action concrète et durable. Ich finde das heute hier sehr gut, den heutigen Tag, denn wir haben bei unseren Projekten mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk schon ganz viel gute Arbeit geleistet. Wir haben diskutiert in Hamburg, wir haben Thesen und Forderungen gestellt an die Regierung. Wir haben uns in Paris letztes Jahr bei dem COP22 getroffen und viele neue Dinge gelernt. Aber jetzt ist es auch mal an der Zeit, etwas Praktisches zu machen und etwas Greifbares zu machen. Und deswegen pflanzen wir heute hier die Bäume. Und das ist ein wunderschöner Tag, denn es ist ein Tag, wo Deutsche, Franzosen und Marokkaner zusammen arbeiten, sprechen und zusammen Spaß haben und dabei etwas Gutes tun. Ich bin sehr froh, hier zu sein und mit den Menschen zu arbeiten. Das sind die Amis, die ich schon seit einem Jahr kenne, seit der ersten Edition des Le Forum Hamburg prend ta planète en main. Et là, on reste toujours amis et on travaille tous ensemble pour l'environnement. Et ça fait vraiment un grand plaisir d'être ici avec eux. Nous allons nous servir de l'huile de friture du poulet que nous avons mangé la veille pour fabriquer ce savon, qui peut d'ailleurs être aromatisé en fonction des envies. Et ce savon permettra de se laver les mains, mais aussi de faire la vaisselle. Wir werden jetzt hier insgesamt 3 Tage auf der Jugendklimakonferenz verbringen und bevor es dann für alle Teilnehmer zurück in ihre Heimatländer geht, gibt es noch ein Highlight und das ist wirklich der Besuch der internationalen Klimakonferenz und darauf freuen wir uns natürlich sehr. Für mich sehr, sehr interessant war, den Aspekt des Klimawandels von verschiedenen Seiten zu sehen, sowohl Frankreich als Deutschland als auch Marokko und dass man einfach irgendwie gesehen hat, die Probleme sind anders. Aber auch die Lösungsansätze und der Fortschritt dieser Lösungsansätze ist anders. Les attentes sont que le monde réagisse, pas que les politiciens, mais que tout le monde réagisse.